Hallihallo an alle da draußen. Ich stelle euch heute das Spiel Choreo vor. Den Namen finden wir zwar nicht vorne drauf, aber an den Seiten und die Aufmachung des Covers lässt uns schon verraten, dass es hier den asiatischen Raum geht. Das Ganze spielt nämlich in der Steampunk-Welt Choreo in Großkorea und das im 10. Jahrhundert. Und da versuchen wir mit politischen Intrigen hier allerlei Machenschaften zu treiben. Das Ganze ist ein Kartenspiel und hat Mehrheitencharakter. Und ja, das Ganze funktioniert mit 2 bis 4 Spielern und dauert 10 bis 20 Minuten. Ob das Ganze funktioniert und ob das Spaß macht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist das, was wir in der Box gefunden haben. Da haben wir einmal die Spielerkarten, Geldmünzen, die am Ende Siegpunkte wert sind, ein Startspielermarke und die Rundenübersichtskarte. Wir spielen insgesamt 2 Jahre und jedes Jahr hat 4 Jahreszeiten, sodass wir letztendlich 8 Runden spielen. Und auf so einer Rundenübersichtskarte sehen wir 2 Informationen. Einmal, wie viele Karten wir am Anfang der Runde auf die Hand bekommen und wie viele Karten wir am Ende der Runde vor uns liegen haben dürfen. Jede Runde beginnt damit, dass eben jeder Spieler die Anzahl an Karten bekommt und sich aus seiner Hand Karten aussucht, die er dann spielen möchte. Dabei darf man immer nur Karten von einem Typ spielen, zum Beispiel jetzt nur 9, aber von denen dann beliebig viele. Das heißt, da habe ich 5 9, darf ich 5 9 spielen. Beginnend mit dem Startspieler legt jetzt jeder Spieler die Karten, die er spielen möchte, einfach verdeckt vor sich ab, sodass der Spieler, der hinten sitzt, die Information hat, wie viele Karten die Spieler vor sich spielen. Ist die Runde vorbei und jeder Spieler hat die Karten vor sich liegen, die er spielen möchte, werden jetzt die Karten eben in Startspielerreihenfolge umgedreht und direkt eine Mehrheit gewertet. Also jetzt zum Beispiel unser Startspieler hat jetzt hier eine 8 gespielt und jetzt wird direkt geschaut, wer hat die Mehrheiten an 8. Und das löst eine Fähigkeit aus von den verschiedenen Karten hier. Die Karten möchte ich jetzt schnell erklären. Dabei noch die Information, die Karten gibt es immer genau so oft im Deck, wie es auch die Zahl angibt. Das heißt, die 9 gibt es einmal, die 1 gibt es nur einmal. Die 9 hier, die hat überhaupt keine Fähigkeit. Die gibt es einfach nur oft und Karten sind am Ende vom Spiel so viel Punkte wert, wie auch die Zahl, die abgedruckt ist. Dementsprechend gibt die 9 halt sehr viele Siegpunkte, aber keine Fähigkeit. Die 8, bei der 8 bekommen wir eine Karte mehr pro Runde. Das heißt, in der nächsten Runde, wenn wir jetzt die Mehrheiten von 8 haben, würden wir immer noch 10 Karten bekommen, anstatt nur 9. Denn die Anzahl der Handkarten hier auf der Runde, die gehen mit jeder Runde 1 runter und die Karten, die wir vor uns liegen haben dürfen, geht jede Runde um 1 hoch. Dann haben wir noch die Nummer 7. Die Nummer 7 ist der Wächter und er schützt uns, wenn wir die Mehrheiten von Wächtern haben, vor der Einflusskarte Barbaren, die ich am Ende erklären werde. Deswegen lege ich die mal zur Seite. Dann haben wir die Nummer 6. Wer die Mehrheiten an 6 hat, bekommt hier so eine Münze. Die ist, wenn man sie am Ende noch besitzt, einen Siegpunkt wert. Wenn es keine Siegmünzen mehr hier im Pool gibt, dann hat man Pech gehabt und bekommt halt keine Münze. Mit der Nummer 5 dürfen wir 2 verschiedene Karten spielen am Anfang der Runde, die allerdings dann nur einmal, also dann dürfte ich eine 8 und eine 9 spielen, anstatt 5 9, aber ich darf nicht 2 8 und 2 9 spielen. Die Nummer 4 ist der Priester und wer die Mehrheiten an Priestern hat, darf eine Karte, die Minuspunkte gibt, vor sich ablegen. Das sind die Ereigniskarten, die ich jetzt eben gleich im Anschluss erkläre. Das ist auch der einzige Weg, diese Minuskarten wieder loszuwerden. Wer die Mehrheiten an 3 hat, der darf am Ende der Runde 2 Karten mehr vor sich ausliegen haben, als hier die Runde angibt. Die Ninjas sind die Nummer 2 und die haben 2 Fähigkeiten. Und zwar, wenn man die Mehrheiten an Ninjas hat, ist man von der zweiten Einflusskarte geschützt, die Einflussnahme. Allerdings nur, wenn man keinen einzigen Wächter beschützt. Das soll einfach verhindern, dass man hier vor beiden Einflusskarten geschützt ist. Und wenn man die Mehrheiten von Ninjas hat, dann darf man einem anderen Spieler, der sich hier schon Geld erwirtschaftet hat, 1 klauen. Und dann gibt es noch letztendlich die Nummer 1, die gibt es nur einmal und die bricht Gleichstände, allerdings nicht in der Endwertung. Also wenn ich jetzt einen Ninja habe und ein anderer Spieler auch einen Ninja hat, dann habe ich halt mit der Nummer 1 hier die Mehrheit. So, wie versprochen geht es jetzt zu den Ereigniskarten. Da gibt es den Barbaren. Mit den Barbaren darf man einfach eine andere Spielerkarte töten, aber eben halt nicht bei einer Person, die hier die Mehrheiten an Wächtern besitzt. Diese Effekte werden nur einmal ausgelöst und sind unabhängig von den Mehrheiten von diesen Karten. Ich bekomme sie auch nur noch durch den Priester los und sonst bleiben sie halt als Minuspunkte vor mir liegen. Und dann gibt es noch hier die Einflussnahme, da schützt der Ninja dagegen. Mit der Einflussnahme darf man 2 Spielerkarten tauschen, das darf man auch bei sich selbst machen. Ein Spieler nach dem anderen löst jetzt eben diese Effekte aus
Und dann geht es in die Aufräumphase. Und zwar schaut man einfach, ob jeder Spieler hier nur so viele Karten vor sich liegen hat, wie es die Runde angibt. Wenn nicht, muss man Karten abwerfen. Was man nicht abwerfen darf, sind diese Minuskarten, also die Einflusskarten. Außerdem wirft jeder Spieler alle Handkarten ab, die er noch hat. Ich kann also keine Karten in die nächste Runde mitnehmen. Der Startspielermarker wird weitergegeben und dann geht es quasi in die nächste Runde, also hier in die zweite Jahreszeit. Und da sich das Spiel meiner Meinung nach sehr unintuitiv spielt, möchte ich jetzt was machen, was wir bei Spielama eigentlich nicht tun. Und zwar werde ich jetzt eine kleine Beispielrunde machen. So, damit zur Beispielrunde. Wir spielen hier mal mit 4 Spielern und in der ersten Runde wird jeder Spieler 10 Karten bekommen. Das mache ich hier mal beispielhaft mit einem Spieler. Also hier unser Spieler Nummer 1 kriegt hier 10 Karten. Und jetzt denkt mal erstmal jeder Spieler nach und sucht sich Karten raus, die er spielen möchte. Natürlich nur von einem Typ, aber davon beliebig viele. Und der Startspieler beginnt und er entscheidet sich hier, eine Karte zu spielen. Der Spieler links davon spielt 3 Karten. Unser Spieler hier oben spielt auch 3 Karten und unser Spieler rechts spielt auch eine Karte. Beginnt mit dem Startspieler werden diese Karten jetzt aufgedeckt. Und unser Startspieler, der hat eine 6 gespielt und jetzt wird direkt mal die Mehrheit geprüft. Okay, er hat jetzt die Mehrheit an Sechsen und bekommt deswegen eine Münze. Na gut, das war jetzt nicht allzu schwierig. Die zweite Person deckt auf. Oh, jetzt hat die Person links hier die Mehrheit an 6, das heißt, sie bekommt auch eine Münze. Dadurch kann es zum Beispiel auch sein, dass schon in der zweiten Runde jetzt alle Münzen weg sind, wenn man das irgendwie gedeichselt bekommt, dass hier jeder Spieler mal die Mehrheit an 6 hat. Der nächste Spieler hier hat einfach mal 3 Siebenen gespielt, weil er vielleicht Angst vor den Barbaren hat. Abgesehen davon geben die Siebener am Ende vom Spiel immerhin 7 Punkte. Und der Spieler rechts, der hat einen Ninja gespielt und darf jetzt dementsprechend von einem anderen Spieler eine Münze klauen. Und da klaut er sich jetzt von diesem Spieler eine Münze, weil ja der einfach mehr Sechsen vor sich liegen hat. Damit wäre jetzt die Runde vorbei und alle Handkarten werden jetzt wieder hier in den Topf geworfen, gemischt. Und in der nächsten Runde bekommt jeder Spieler 9 Karten. Vorher müssen wir natürlich noch prüfen, dass hier das Limit von 3 kein Spieler überschreitet. Zum Schluss noch die Erklärung, wie man das Spiel eigentlich gewinnt. Nach der 8. Runde werden Punkte zusammengezählt und zwar bekommt man eben für die Karten, bei denen man die Mehrheit hat, so viele Punkte, wie abgedruckt sind und jede Münze, die man besitzt, ist einen Punkt wert. Hat jetzt also ein anderer Spieler, naja, mehr Fünfen als ich, dann ist der hier überhaupt nichts wert, den kann ich wegwerfen. Die Mehrheiten an Sechsen gibt mir 6 Punkte. Hat ein anderer Spieler auch 3 Sechsen, bekomme ich hier nicht aufgrund der 1 die Punkte, da ist dann einfach Patt und niemand bekommt irgendwas. Die 1 ist auf jeden Fall die Mehrheit von 1, da es sich nur einmal gibt. Das ist ein sicherer Siegpunkt. Mit 3 von 4 Vierern werde ich da auch die Mehrheit haben. Also hätte ich damit schon mal 5 Punkte und die Münzen noch jeweils einen Punkt. Naja gut, damit lande ich dann bei 7. So, damit möchte ich jetzt zum Fazit kommen. Der Inhalt von Corio passt in allen Kategorien. Ja, die Karten sind von guter Qualität, die Regeln kann man lesen. Und naja gut, die Münzen sind aus Pappe. Das Einzige, was wirklich fehlt, sind die Übersichtskarten für die einzelnen Spieler, für die Fähigkeiten von den Charakteren, weil das kann man sich im ersten Spiel nicht alles merken. Und die kleinen Symbole, die auf den Karten abgedruckt sind, sind halt auch nicht selbstverständlich. An der Thematik geht das Spiel ein bisschen vorbei. Steampunk finde ich hier nicht so viel und auch das Gefühl von politischen Intrigen hat sich bei mir irgendwie verlaufen. Aber bei einem Spiel, das 10 bis 20 Minuten dauert, und es dauert wirklich 10 bis 20 Minuten, ja gut, muss das jetzt auch nicht so wichtig sein. Corio hat einen sehr interessanten Spielverlauf, einfach dadurch, dass es sich so vollkommen unintuitiv spielt. Ich decke Karten auf und werte sofort die Mehrheit, das beim Startspieler natürlich dann total komisch ist, weil natürlich niemand anderes Karten vor sich liegen hat. Ich kenne niemanden, der mich bei dieser Erklärung nicht seltsam angeschaut hat. Ja, dazu hat Corio einfach viele Entscheidungen, die man treffen muss. Das sind am Anfang mehr, am Ende weniger, dadurch, dass ich weniger Karten auf der Hand habe. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich sage, das wird manchen Leuten nicht gefallen, weil man in Brettspielen ja normalerweise so den Verlauf hat, dass ich am Anfang eine relativ einfache Situation habe und gegen das Ende hin immer komplizierter wird. Das ist bei Corio genau andersrum. Ich habe am Anfang viele Karten auf der Hand und am Ende wenige. Ich habe am Ende 3 Karten, da eine Karte auszuwählen, ist nicht besonders schwierig. Dazu habe ich halt die Entscheidung, was spiele ich für eine Karte. Spiele ich jetzt eine niedrige Karte, zum Beispiel eine 2, weil sie mir einfach eine tolle Fähigkeit bringt
und ich nicht in Gefahr laufe, dass mir wirklich jemand da die Mehrheit wegnimmt, weil es gibt einfach nicht so viele von den Karten. Aber es gibt mir halt einfach nur 2 Punkte. Oder spiele ich jetzt 3 Achten, die geben mir zumindest noch so ein bisschen kleine Fähigkeit, aber ja, ich laufe eben in Gefahr, dass alle Leute anfangen, Achte zu spielen und dann komisch hin und her tauschen und ich dann wieder auf nix da sitze. Und aber natürlich eine 8 gibt Punkte am Ende. Und dadurch, dass die Punkteskala hier so groß ist, vom Unterschied von 1 bis 9, endet das Spiel auch manchmal so mit 23 zu 5 oder ähnliches, was unter anderem auch daran liegt, dass wir hier ein kleines Königsmacherproblem haben. Denn in der letzten Runde, wenn ich in der letzten Runde eben diese Karte spiele, wo ich Charakter tauschen kann, kann ich hier natürlich entscheiden, wer teilweise gewinnt, wenn ich für mich selbst keinen Vorteil mehr rausholen kann. Und gerade wenn man so 9er tauscht, sieht man schnell, dass es da einen großen Unterschied gibt. Ich muss nur jemand die 9er-Mehrheit wegnehmen und mir eine 9er-Mehrheit geben, dann habe ich eine Differenz von 18 zwischen 2 Spielern. Und hier haben wir auch noch so einen Fall, dass der Schlussspieler rein theoretisch einen Nachteil haben müsste. Denn prinzipiell will ich ja möglichst oft Startspieler sein, weil ich dann die Fähigkeiten besser ausnutzen kann, weil ich sehe, was draußen liegt und damit auch sehe, welche Fähigkeit ich dann auslösen werde. Gut, das ist jetzt bei 4 Spielern gleich oft der Fall, bei 8 Runden, aber der Schlussspieler ist immer mit weniger Handkarten dran als die Spieler davor. Und ganz am Ende aus 3 Karten eine Fähigkeit auswählen, ist vielleicht nicht so mächtig, wie am Anfang aus 10 Karten auszuwählen. Und dazu will ich in der letzten Runde ja auch gar nicht Startspieler sein, sondern ich will in der letzten Runde Schlussspieler sein, dass ich als Letzter eben so eine Kartentauschkarte spielen kann, um damit dann noch Mehrheiten zu brechen und gucken, wo kann ich die meisten Punkte rausholen. Der Nachteil ist allerdings meiner Meinung nach nur theoretisch, also er hat sich bei mir im Spiel nie gezeigt, dass es jetzt wirklich so ist, dass der Schlussspieler immer verliert oder wirklich so einen Nachteil hat, dass er deswegen verliert. Aber wie gesagt, rein in der Theorie müsste das ein Nachteil sein. Von der Spielerzahl finde ich es zu viert am besten, was einfach daran liegt, dass man an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen hat. Das ist, denke ich, offensichtlich. Wenn ich zu zweit spiele, dann ist relativ offensichtlich, was gegen was man geht, was man jetzt als nächstes machen muss. Zu viert kann man da einfach ein bisschen ausgleichen und man muss vor allem viel mehr um seine Mehrheiten kämpfen. Ja, mein Fazit in einem Satz wäre dann ungefähr, also für mich hat Choreo auf den ersten Blick wie eine Version von Guildhall ausgesehen, aber es spielt sich wirklich ganz anders, einfach durch diesen unintuitiven Spielverlauf. Und dafür ist es für mich ein nettes Lückenfüller-Spiel. Es ist jetzt nicht überragend gut, wo ich sage, das ist ein Must-Have für jeden, aber man kann sich das definitiv mal genauer anschauen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch dem Monster Verlag für das Spiel danken. Ohne dieses Rezensionsexemplar wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und von denen wählen wir eben 3 Stück aus und haben dann noch 6 Karten auf der Hand. Es wird ein Startspieler bestimmt. Und wenn man am Zug ist, hat man 2 Aktionen und 3 Möglichkeiten, diese 2 Aktionen zu nutzen. Wobei